Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es weiter hier mit unserem Sprühversiegelungsvergleich. 3,5 Wochen, knapp 3000 Kilometer, 2800 insgesamt jetzt. Wir hatten ja die lange Fahrt auch nach Bebra zum Workshop und so weiter. War auch wieder ein paar regnerische Tage dabei, vielleicht 2 oder 3 Stück. Fahrzeug wurde aber in der Zeit nicht weiter gewaschen. Das heißt, das letzte Mal, wo das Fahrzeug gewaschen wurde, auf dieser Oberfläche, war auch in dem letzten Update. Schaut sich gerne nochmal an. Heute schauen wir uns das an nach der Laufzeit und auch der Kilometerleistung. Ich bin mal gespannt, wie die Produkte performen. Wir schauen uns erstmal an das Abhellverhalten vorher. Dann sprühen wir einen Sektenentferner drauf. Ich glaube, ich nutze heute mal den FX Protect mal schön über die gesamte Oberfläche. Wir schauen, wie gut die Produkte das durchhalten. Und dann waschen wir nochmal mit dem Sternacloth Shampoo drüber. Das wollte ich eigentlich für euch alles andere als B-Box drehen. Problem ist nur, es kam dann auf einmal, es ist immer so, du fährst in die B-Box rein, keine Sau da, dann stellst du dein Auto hin, schaffst ein Video vorher und auf einmal alles voll. Deswegen bin ich nach Hause gefahren und ich drehe das für euch hier in meiner Waschhalle ganz entspannt. Dafür ist ja auch da, damit man jetzt sowas in Ruhe mal gemeinsam testen kann, ohne störende, laute Geräusche. Weil wenn viel los ist an der SB-Box, dann ist es wirklich sehr, sehr laut, auch in den Videos. Also, gehen wir mal rüber hier in die Waschhalle und schauen uns das mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Viel Spaß! Bevor wir jetzt hier mit dem Shampoo und Insektenentferner mal rübergehen, sprühe ich erstmal kurz nochmal den Rest ab. Leichte Rückstände haben wir noch von der SB-Box. Einfach nochmal drüber gesprüht für euch, das Bild vorher. Also ich glaube, man kann ganz, ganz deutlich erkennen, welche Produkte hier noch richtig gut drauf sind. Kurzer Überblick für euch, wie gesagt, unten nochmal eingeblendet, was an welcher Stelle ist, auch wenn es ein bisschen jetzt von der Seite gefilmt ist, aber ich habe hier vorne an der Nase nicht so viel Platz in meiner Halle, ich muss hier nochmal ein bisschen Ordnung schaffen. Also insgesamt muss ich ganz klar sagen, ihr habt es eingeblendet, ich mache das jetzt aus dem Kopf. AHI-M6 und PNS Beatmaker, finde ich, haben nochmal abgebaut jetzt nach dieser Zeit. Das High-End Spray-Wax, finde ich, ist wirklich noch sehr, sehr gut dabei auf der Motorhaube. Das hier unten ist für mich eine absolute Überraschung. Schaut mal. Also Feuersteinkehr. Oh, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht komplett unter Wasser setze. Feuersteinkehr Nano Norbert. Von der Leistung her, wir nehmen jetzt mal den Preis raus, weil es natürlich, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, eine Kleinserie ist und das kleine Team natürlich auch nicht diese riesen Mengen an Produkten herstellen kann, um den Preis weiter runter zu drücken. Aber wir schauen einfach mal, was in Zukunft kommt. Aber rein vorne vor Produktleistung, auftragen, verteilen, ablüften, fertig, ohne Probleme, muss ich sagen, absoluter Newcomer, Top-Überraschung. Muss ich ganz klar sagen, also an das Team erstmal hier einen großen Daumen nach oben. Also da habt ihr euch wirklich was Schönes zusammen mischen lassen und auch das Beste euch rausgesucht. Sehr, sehr schöne Sache. Ceramic Spray Versiegelung von Sonax finde ich absolut top noch mit dabei. Menzerna doch immer noch abgebaut, nicht kaputt, nicht so stark kaputt wie die beiden oben. Können wir uns nochmal anschauen. Also man sieht es hier, es zieht sich langsam zusammen. Oben die beiden sind komplett fertig. Da ist ja gar nichts mehr da. Also die ist komplett runtergerieben da. Und obwohl das oben natürlich weit weg von der Hauptaufprallfläche hier vorne ist, also die oben sind komplett tot da oben. Aber hier, Menzerna, so eher noch, ich würde sagen so 50%, oder? Ganz, ganz deutliches Bild. Also gegenüber den beiden jetzt hier vorne auch, gegen den Sonax, ist das in dem Punkt eigentlich jetzt schon chancenlos. Gehen wir mal weiter. Synthetic Spray Wax. Warte, das lasst mich erinnern. Fukupika, Quick Wax, Pure Beat von One Wax, ADBL Synthetic Spray Wax, C2V3 von G-Technik und Sonax BSD. Die 6 gucken wir uns jetzt mal an. Also man sieht es ganz, ganz deutlich. Das Pure Beat auch wirklich schon ein bisschen schräger, die Oberfläche da als hier oben. Läuft ein Tick schneller ab, aber für mich auch in dem Punkt leistungsmäßig am Ende. Hier beim C2V3 würde ich vielleicht noch sagen, von Abhellleistung, von dem, was ich erwarte, gegenüber den anderen vielleicht noch bei 20-30%. Da finde ich sogar das Menzerna noch einen Tick stärker als das C2V3, auch vom Preis her. Aber dazu kommen wir Fazit dann nochmal für mich raus aus dem Rennen, ganz klar. Ganz im Gegensatz zum Brilliant Shine Detailer sind Synthetic Spray Wax Perlen ohne Ende. Wir gucken jetzt nochmal oben beim Fukupika nach. Zieht sich eigentlich auch noch ziemlich schnell zusammen, aber wenn man das mal gegen meinen absoluten Geheimtipp sich anschaut, das Quick Wax oben rechts, da wo jetzt die Tropfen rüber rauschen, zack, überhaupt keine Tropfen auf den Ablaufbahnen und hier bleibt alles beim One Wax zurück. Richtig schön kleben, also da sieht man auch wieder den Unterschied von der hydrophoben Stärke her.
Also deutlich. Hier haben wir so ein richtiges Schachbrett-Mustersystem. Top, top, top. Gut. Ja, fast am Ende. Und auch hier nicht mehr relevant eigentlich am Ende. Also ist immer noch ein bisschen was da, aber wirklich, wenn man das jetzt mal vergleicht mit großem Gesamtbild, deutliche Unterschiede. So, und jetzt nehmen wir uns mal das Bublur-Shampoo von Santa Claus, weil wir brauchen ja ein Produkt, was praktisch jetzt nicht nochmal hier von seiner Marke her mit vertreten ist. Ich hätte jetzt natürlich auch ein Soda-Shampoo nehmen können. Aber dann kann man natürlich nicht sicherstellen, ob die anderen Produkte das so feiern, wenn man natürlich hier ein Produkt nimmt zum Waschen, was mit einer Sprühversiegelung hier schon mit drauf ist oder Sprühwachs. Und jetzt waschen wir einfach nochmal drüber. Ein bisschen Shampoo draufgeben. Und ich wasche wirklich von links nach rechts. Einfach gleichmäßig vom Druck. Lass den Handschuh nur drüber gleiten. Geh einmal von unten nach oben. So. Eine Wäsche. Und dann bin ich auch mal gespannt, wenn wir mit dem Hochdruckreiniger jetzt drüber gehen, ob sich da nochmal was verändert hat. Erstmal muss das Shampoo runtergespült werden, ganz klar. Also ganz, ganz klares Bild hier, die drei wirklich noch sehr, sehr gut. Mittelmaß, tot und oben auch tot. Auch hier selbes Bild, Brilliant Shine, absolut top, SSW top, Quick Wax, wirklich spitze. Fukupika, okay, muss ich sagen, gucken wir uns nochmal an. Aber gegen Quick Wax auf jeden Fall unterlegen, muss man ganz klar sagen. Synthetic Spray Wax denkt sich die ganze Zeit, was machen wir hier eigentlich? Und Brilliant Shine genauso. Obwohl der Brilliant Shine sonst so einen leichten Wasserfilm aufweist, aber ganz leicht. Jetzt wird es wirklich pingelig. Schaut euch das mal in Ruhe an. Aber Leute, also jetzt wird es schon Krümelkackerei, muss man ganz klar sagen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier mit dem Insektenentferner. Und jetzt habe ich die Befürchtung, jetzt wird der erste leiden. Weil die Produkte, wenn die eine Weile auf der Oberfläche drauf liegen, da wird es dann für die einen oder anderen doch ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist jetzt meine Vermutung, dass der FX Protect Bug Remover hier das eine oder andere Produkt anlösen wird. Da bin ich jetzt gespannt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Auf die, wo nichts mehr drauf ist, oben links, ich weiß nicht, soll ich da nochmal hinsprühen? Ich sprühe mal wirklich immer nur mittig so auf. Ach komm, macht zwar eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil ist ja eh nichts mehr da. Aber ich sprühe mal einfach nochmal mit drauf. So, und jetzt, also meine Vermutung ist folgende. Es wird jetzt das eine oder andere Produkt anlösen. Wenn ich sogar angreifen, teilweise sogar in dem Bereich wirklich massiv schädigen, weil der Insektenentferner sich natürlich jetzt denkt, hey, diese Versiegelungsrückstände, die natürlich noch drauf sind bei manchen oder auch Versiegelungen, das sind für mich, das ist für mich Schmutz. Und ich bin mit meinen Tensiden einfach in der Position, ich muss das hier anlösen. Und die Produkte, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Synthetic Spraywax oder BSD oder sowas noch mega perlen oder auch der Nano Nobert, über die Zeit wird die Verbindung zwischen Lackoberfläche und Schutz natürlich immer labiler. Aber solange hier oben noch, wie gesagt, der Film drauf ist, haben wir ein schönes Abwehrverhalten. Wunderbar. Aber die Verbindung, die hier jetzt herrscht, die wird immer loser. Löst sich immer mehr, immer mehr. Und jetzt kommt sozusagen, das ist ein bisschen bildliche Darstellung, jetzt kommt praktisch der Insektenentferner und fängt an, durch das Produkt durchzugehen und löst hier unten sozusagen, unten drunter das Produkt an und hebt es von der Oberfläche ab und löst damit das Ganze an. Wir warten noch ein paar Sekunden und dann spülen wir das mal ab. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich bin von zwei Produkten in diesem Test massivst beeindruckt. Und das ist einmal das High-End Spraywax und auch hier der Nano Nobert. Und jetzt schaut mal hier, Synthetic Spraywax auf diesem Fleck ist auf jeden Fall angegriffen. Oben das Quick Wax, finde ich, geht noch. Schauen wir mal.
Ja, das passt noch. Aber guckt mal beim Fokupika. Wir haben jetzt natürlich eine saubere Lackoberfläche, aber hydrophobes Verhalten, schaut mal. Da wird es schon tricky. Hier unten beim BSD. Auch der musste jetzt schon ein bisschen mehr leiten. Synthetic Spraywax hier. Da sieht man richtig schön den Fleck. Das ADBL Synthetic Spraywax mag irgendwie den Bug Remover von FX Protect so gar nicht. Ne? Und deswegen auch mal beeindruckend zu sehen. Aber hier die beiden hier vorne. Selbst richtig mit großem Wasserfilm beide. Zack, das Fenster reißt ohne Probleme auf. Schaut mal oben die beiden, da klebt das Wasser wie mit Klebstoff. Sonax reißt auch noch relativ gut auf, ähnlich wie Synthetic Spraywax, ähnlich wie BSD. Also die sind auf keinen Fall jetzt irgendwie komplett beschädigt. Aber hier zum Beispiel beim SSW, beim OneWax, da klebt richtig die Oberfläche. Also da ist auch komplett Banane. QuickWax haut mich gerade auch richtig um. Fukupika, naja, aber ist noch okay. Deutlich noch im Unterschied zu sehen. SSW auf dem Feld, auf diesem Fleck wirklich massiv angegriffen. Außenrum noch sehr, sehr gut. Also wirklich, wirklich krass zu sehen, wie unterschiedlich diese Produkte nach so einer gewissen Standzeit und Laufzeit auch auf so einen Reiniger reagieren. Jetzt machen wir mal folgenden Test. Und jetzt zwar waschen wir nochmal drüber. Ich nehme nochmal ein bisschen Shampoo. Hättet ihr das so gedacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich nehme jetzt mal den Handschuh als Washpad. Wir gehen nochmal hier drüber. Ich glaube zwar nicht, dass das noch irgendwas jetzt beeinflusst. So. Weil manchmal, okay, da kann man denken, ja, vielleicht klebt der Insektenentferner so ein bisschen auf der Oberfläche und mindert das Abwehrverhalten. Aber ich glaube, jetzt wird man es auch nochmal deutlich sehen. Also das, oh wow, das QuickWax oben rechts ist absolut top wieder da. Aber hier beim ADPL auf diesem Fleck, das, der FX Protect Bug Remover, ich glaube, die mögen sich einfach nicht. Die beiden hier unten links denken sich die ganze Zeit, was machen wir hier für eine langweilige Aktion? Auch da Ceramic Spray Versiegelung jetzt, muss jetzt langsam federn lassen nach der Zeit. BSD aber wirklich immer noch sehr, sehr gut dabei. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche, teilweise auch wirklich sehr außergewöhnliche Ergebnisse. Und deswegen mache ich diese Tests für euch, um einfach mal zu zeigen, es kann wirklich auch sein, dass zum Beispiel Produktkombinationen, wie zum Beispiel hier, typisches Beispiel, sage ich ganz klar, Synthetic Spraywax und FX Protect Bug Remover scheinen sich nicht so richtig zu vertragen. Aber hier zum Beispiel FX Protect Bug Remover und Dr. Wag High-End Spraywax scheinen extrem gut miteinander zu harmonieren. Also das ist natürlich so ein Grund, warum ich diese Insektenferner-Tests mit reinmache. Und das kann natürlich jetzt bei einem anderen Insektenferner zum Beispiel schon wieder ganz anders aussehen. Deswegen einfach das mit drin. Aber was wir ganz klar sagen müssen, eine Wäsche haben alle Produkte, die geil geperlt haben, auch super überstanden. QuickWax, Fukupika, eigentlich auch wirklich gut. High-End Spraywax, Nano Norbert, auch das Synthetic Spraywax nach der Wäsche wirklich absolut spitze, hat es gar nicht interessiert. Aber jetzt die Keule vom FX Protect hat es ein bisschen auf die Mütze gegeben. Hier BSD auch nach einer Wäsche, also wirklich gut. Wenn ihr massiv mit Insektenfund zu kämpfen habt, und deswegen sage ich es auch gleich in meinem Fazit, dann natürlich muss man ein Produkt auch mal wieder nachlegen. Aber bei einer normalen, neutralen Wäsche halten die wirklich guten Favoriten echt absolut top durch und der Bonus ist natürlich der Insektenentferner als wirklich starker Belastungstest. Und eins muss ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen, ich liebe solche Tests, die sind aber auch mega, mega aufwendig. Mit so vielen Produkten, man muss natürlich gewährleisten, dass alles sehr gut aufgetragen wird, alles schön gleichmäßig, das hat auch wunderbar funktioniert und jetzt seht ihr hier diesen Haufen, ich glaube ich habe alle dabei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, alle mit am Start. Und jetzt bringen wir mal ein bisschen Ordnung hier in diese Gruppe rein. Was mich absolut, und wir machen jetzt nicht vom Anführungsstrichen schlechtesten Produkt zum besten Produkt, sondern wir gehen mal jedes ganz kurz einzeln durch. Was mich absolut positiv überrascht hat, und deswegen gleich direkt als erstes, von Feuersteinkehr der Nano Norbert.
Die Rezeptur ist wirklich absolut spitze. Großes Kompliment an das Team, was euch da hier zusammen gemischt habt oder euch mischen lassen habt oder was euch rausgesucht habt. Wirklich sehr, sehr schöne Sache. Das einzige Problem am Produkt ist einfach immer noch aufgrund der kleinen Stückzahl, die da das Team produziert, der David und alle, die dazugehören. Das ist natürlich vom Preis immer noch sehr, sehr hoch und das muss man selber entscheiden, ob man sich das dann nach Hause holt. Aber von der reinen Leistung her muss ich echt sagen, gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Habt ihr was Schönes hier auf die Beine gestellt. Und wenn in Zukunft vielleicht nochmal aufgrund der doch erhöhten Nachfrage ein bisschen der Preis fallen wird, ich denke mal, dann ist es zwar immer noch nicht günstig, weil das sage ich absolut fair dazu. Das wird hier nicht 9,99 Euro kosten am Ende vielleicht, aber vielleicht wird das Ganze vielleicht noch um 5 bis 10 Euro fallen. Dann ist es vielleicht noch spannender für viele. Aktuell, kleiner Wermutstropfen, wirklich sehr, sehr preisintensiv, aber, und jetzt erhobener Zeigefinger, wenn wir uns überlegen, was schon auf dem Markt ist an Marken, die teilweise absolute Mondpreise verlangen und gleichzeitig aber die Produktleistung eine absolute, also im Vergleich zu vielen anderen, eine absolute Katastrophe ist, ist das hier das perfekte Beispiel dafür, dass ein kleines Team mit einer kleinen Flaschenstückzahl auch trotzdem einen wunderbaren Inhalt produzieren kann. Und das ist wirklich, deswegen nochmal ein großer Daumen nach oben, für mich eine absolute Überraschung. Sehr, sehr schönes Produkt. Wenn der Preis noch deutlich fällt, hoffentlich, dann wird es natürlich eine absolute Empfehlung. Bisher erstmal, muss ich klar sagen, Preis muss ich leider drauf rumreiten, ist so. Ein Produkt, was auch mich echt sehr überzeugt hat hier in dem Test, was wirklich sehr, sehr gut gehalten hat, das High-End Spraybex. Auch jetzt nochmal nach der Insektenentferner-Aktion, auch nach der zweiten Wäsche jetzt nochmal, beziehungsweise wir haben ja dann nochmal drüber gewaschen, das sind ja dann schon 3 Wäschen. Also auch wirklich sehr, sehr gut. Und hier kommen wir einfach zum nächsten, das steht direkt vor mir. Sonax Ceramic Spray Versiegelung hat jetzt beim Insektenentferner ein bisschen auch dann nachgelassen. Ich beziehe aber bei den Produkten, vor allem die wir schon öfters getestet haben, natürlich auch die Erfahrungen aus den alten Tests mit rein. Und da muss ich hier ganz klar sagen, wenn ihr das Sonax Ceramic, wenn ihr die Sprayversiegelung zu Hause habt und damit zufrieden seid, ihr habt wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten. Und zwar, was haben wir denn hier noch schönes? Nehmen wir mal eine kleinere Flasche. Menzerna Ceramic Spray Sealant. Hier muss ich ganz klar sagen, vom Preis her sehr gehoben. Und hier muss ich auch ganz klar dazu sagen, der Nano Norbert ist natürlich nochmal ein Tick teurer. Aber ich glaube, hier sind wir bei 25 Euro halber Liter und hier sind wir bei 30 Euro halber Liter. Das sind beides wirklich Preise im absoluten gehobenen Segment. Hier muss ich, und das ist jetzt das Beispiel, das ist der Vergleich. Hier haben wir ein ganz kleines, winziges Team, was aber vom Produktinhalt einen absolut erstklassigen Inhalt geliefert hat. Hier haben wir doch eine etwas größere Company in dem Punkt. Und da muss ich ganz klar sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob Menzerna das selber herstellt oder auch nur abfüllen lässt. Das weiß ich nicht, das könnt ihr mal nachfragen. Aber hier muss ich sagen, hier hätte ich viel oder habe ich und hätte ich viel, viel mehr erwartet. Weil man muss natürlich auch mit Sonax konkurrieren oder mit Dr. Wack oder auch mit ADBL und wie sie alle heißen. Und da muss ich sagen, sind 25 Euro für die 500 ml hier bei dem Produkt für mich kein Kaufgrund. Also dann müsste die Leistung mindestens so sein wie beim SSW oder beim Nano Norbert oder auch beim CSV. Da hat man deutlich gesehen, das war nicht weg, das Produkt. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber das hat niemals die Startleistung gezeigt und auch niemals die Langzeitleistung und die chemische Resistenz. Natürlich wird es auch in vielen Videos auch nochmal mit drin vorkommen, aber ich glaube, der Test hat es gut gezeigt. Also Produkt ist in Ordnung, Produktleistung ist in Ordnung, aber nicht auf dem Top-Niveau. Und dann kommt der Preis dazu und die geringe Füllmenge. Deswegen scheidet das für mich bei so einer Auswahl auch eigentlich direkt mit aus. Schauen wir uns das nächste Produkt an. Was haben wir denn noch Schönes in unserer Riege hier mit drin? Kommen wir jetzt mal zu einem etwas negativeren Beispiel und zwar hier P&S Beatmaker. Ja, das war wirklich Banane. Ich sehe absolut keinen Grund, sich das Produkt zu holen, außer jemand sagt, ich will das unbedingt mal ausprobieren, ich will das austesten. Hier muss ich echt sagen, das ist für mich so ein Produkt, ich finde es schlimm und ich finde es traurig, dass es echt da amerikanische und englische Kanäle gibt, die dann sagen, das ist mega gut. Vor allem, ich habe so viele Produkte schon ausprobiert und wenn ich mir das Bild hier vorne anschaue, wo schon das Abperrverhalten und wenn man schon so ein Bild vorne auf die Front hier drauf macht, dann nimmt man doch eins, wo die Perlen extrem rund sind. Wir haben zum Beispiel hier von Menzerna, da sehen die Tropfen schon ein bisschen besser aus. Haben wir hier bei Sonax was drauf? Ja, selbst hier, ne? Hast du ein paar kleine Bilder, Tröpfchen drauf, auch hier beim High-End Spraydex. Dann suche ich mir doch wenigstens ein Bild raus, was sehr, sehr attraktiv wirkt, wenn ich drauf schaue, damit ich mir das hole. Aber hier muss ich sagen, ich finde es gut, dass sie ehrlich gewesen sind. Sie haben das schlechte oder das schlechte hydrophobe Verhalten direkt vorne auf die Flasche drauf gemacht. Sorry, aber den musste ich auf jeden Fall bringen, den Gag. Und jetzt frage ich mich halt, warum sowas wie Pandy Organizer, zum Beispiel dieses Produkt, so in die Kamera halt, Beatmaker, Best Product, Best Shine, Best Hydrophobic Effect und bla bla bla, was soll die Scheiße? Völliger Blödsinn. Also, absolut
Ich klipp und klar sage ich dazu, absolut kein Kaufgrund, könnt ihr komplett stehen lassen. Bei AHI M6, bei der Hybrid Protect Sprühversiegelung, muss ich ganz klar sagen, hier vom Auftragen her geht auch absolut in Ordnung. Abhärverhalten ist anfangs okay, finde ich auch gut, ist in Ordnung, kann aber mit den top-abhärenden Produkten, also mit den top-hydrophobischen Produkten nicht so richtig mithalten. Aber hinten raus war ich dann doch mehr enttäuscht. Also es ist von der Standzeit her, von dem, was es halt auch an hydrophoben Schutz bietet, an Abhärverhalten, muss ich sagen, sortiert sich das nicht im vorderen Drittel mit ein. Also maximal vielleicht in der Hälfte, wenn nicht sogar im zweiten Drittel des Gesamtrankings. Also hier muss ich ganz klar sagen, hier kann man auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Was haben wir hier noch schön? Jetzt nehmen wir jetzt mal eine der dunkleren Flaschen. ADBR Synthetic Spraywax hat am Ende erst den Geist ein bisschen aufgegeben, als wir den FX Protect Insektenentferner aufgesprüht haben. Deswegen, in dem Test jetzt hat das Synthetic Spraywax vom Abhärverhalten nicht den ersten Platz belegt. Ganz klar. Wenn wir uns die alten Tests aber anschauen, wirklich ein super resistentes Produkt. Und ich denke mal, vielleicht vertragen sich auch die beiden nicht, weil wir hatten ja in den alten Tests auch manchmal andere Insektenentferner. Und deswegen sage ich immer dazu, wenn ihr Autopflege betreibt, wenn ihr euch Produkte nach Hause holt, man muss auch selber mal viel austesten. Ich versuche natürlich für euch möglichst viel auszuprobieren. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt für mich auch herausgefunden, die Kombination Synthetic Spraywax und FX Protect Bug Remover, das scheint nicht so geil miteinander zu harmonieren. Und deswegen für mich, auch für euch gleich der Hinweis, wenn ihr das in Kombination nutzt, testet es halt mal aus, ob es bei euch auch so ist. Aber ich werde die beiden Sachen zum Beispiel jetzt nicht mehr nutzen. Aber deswegen mache ich ja den Test und deswegen verfälsche ich das auch nicht. Wenn es das ablöst, dann löst es das ab. Trotzdem wissen wir natürlich, dass Synthetic Spraywax einfach all-time classic, all-time favorite ist. Auch nach der Wäsche, es perlt wie die Hölle. Und auch wenn es beim FX Protect Bug Remover heute dann auch am Ende eingebrochen ist ein bisschen, deutlich, ist es trotzdem eins der absoluten Top-Produkte und Top-Empfehlungen, weil das hat sich in so vielen Tests schon bewiesen. Sehr, sehr cool, aber nimmt einen anderen Insektenentferner. Gucken wir uns mal eine, jetzt gehen wir mal zu einer weißen Flasche, und zwar hier Fukupika. Solide, preislich ein bisschen gehoben, aber von der Leistung her absolut solide, auch nach der Wäsche. Insektenentferner hat der ganzen Sache noch ein bisschen zugesetzt, finde ich. Orientiert sich oder reiht sich im gesunden Mittelfeld ein. Es ist kein absolutes mega extrem Highlight, aber eine solide Sprühversiegelung, muss ich ganz klar sagen. Also Soft 99 hat da wirklich ein schönes Produkt rausgehauen. Kommen wir jetzt mal zum PureBeat. Und hier muss ich ganz klar sagen, am Anfang Abhärverhalten ging absolut klar, ist für mich aber ähnlich oder sagen wir mal, na, das wäre fies, aber es ist fast so schnell eingebrochen wie Beatmaker und das AHM6 Produkt, aber der hat auf jeden Fall besser durchgehalten als die beiden, also die sind deutlich massiver eingebrochen, aber auch hier hat man jetzt beim PureBeat gesehen, auch wenn man ein bisschen Wasser aufspült, da ist dann wirklich das Produkt einfach runtergerieben, da ist halt der Halt zwischen Produkt und Lack irgendwann nicht mehr gegeben. Insektenentferner und Wäsche und sowas hat ihm dann den Rest gegeben, ist trotzdem ein Produkt, was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt, funktioniert auf jeden Fall auch, aber insgesamt von der Gesamtperformance muss man ganz klar sagen, dass das Produkt sich auch im gesunden Mittelfeld einsortiert, aber nicht bei den absoluten Top-Produkten, ist jedenfalls so mein Fazit dazu. Dann haben wir, nehmen wir mal die kleine Flasche, G-Technic Ceramic Sealant, das C2V3, muss ich eins ganz klar dazu sagen, ich sehe, und das ist absolut mein hundertprozentiger Ernst, ich sehe absolut überhaupt keinen Grund, also keinen plausibel nachvollziehbaren Grund, der mit Autopflege zu tun hat, sich dieses Produkt nach Hause zu holen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich finde aber den Sprühkopf cool oder ich will der Marke mein Geld spenden, weil man jetzt den Preis noch mit reinnimmt, egal ob ihr jetzt die kleine Flasche nehmt, die große, da wird es ein bisschen preislich attraktiver, aber hier bei dieser kleinen Flasche, muss ich sagen, es ist einfach von der Leistung her nicht auf dem heutigen Niveau. Und das muss man ganz klar dazu sagen. Also hier auch absolut gar keine Empfehlung dafür. Könnt ihr euch trotzdem holen, macht es gern. Aber wenn man sich jetzt mal einfach nur die 12er-Gruppe anschaut, findet man schon mindestens 5 Alternativen, die deutlich, deutlich besseres Bild zeigen und auch zu einem deutlich günstigeren Preis. Also G-Technic C2V3 für mich, ne, absolut nicht. Jetzt kommen wir noch zu zwei Highlights. Und zwar einmal, fangen wir mal mit dem Brilliant Detail an. Hat sich genauso auch gut geschlagen wie in den letzten Tests auch. Konstant, Top-Leistung. Wenn der einen Titel bekommen würde, würde man das jetzt hier nennen, der Klassiker, ist einfach so. Und Brilliant Shine Detailer, einziger Nachteil natürlich, neigt bei zu viel Produktanwendung oder bei zu viel Produktmenge ein bisschen zum Schlieren und natürlich raue Lackoberfläche. Wer da sagt, das ist für mich ein No-Go, ich halte das nicht aus, wenn ich weiß, dass mein Lack sich rau anfühlt, obwohl ich zum Beispiel meinen Lack nie irgendwie anfasse. Aber wer da sagt, das will ich nicht, ich will ein schön sanftes, weiches Produkt von der Lackklette, dann hier, zum Beispiel das oder auch hier Nano Norbert.
schöne Sache. Aber hier beim British and Detail habt ihr natürlich einen rauen Lack. Aber Abhärverhalten, Schnelligkeit, vom Schutz, auch vom Aufbau, das muss nicht 24 Stunden aushärten. Erst nach einer halben Stunde ist das Ding bombenfest und ab geht's. Ne? Also hier ganz klar, sehr, sehr schönes Produkt. Und ich habe es euch gesagt, ich habe es euch am Anfang gesagt, das Quick Wax ist wirklich ein absolut tolles Produkt. Jetzt ist die Frage, warum kostet das 1-2 Euro mehr als Synthetic Spray Wax? Hier ist ein bisschen mehr Lackglätte dabei, vom Duft her Blueberry, riecht auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und die Flasche, die ich hier habe, ist auch nicht unbedingt super neu. Trotzdem hat sich das super gehalten. Von der Leistung her absolut spitze. Also Quick Wax, wer es noch nicht ausprobiert hat, absoluter Tipp. Und damit in der Gruppe meine Produktfavoriten und deswegen will ich auch in diesem Video keinen Sieger küren, weil alle Produkte auf jeden Fall in dem Bereich, die ich euch jetzt gleich zeige, auf jeden Fall top sind. Quick Wax, absolut spitze, Brilliant Shine Detailer, auch Synthetic Spray Wax, dann Ceramic Spray Versiegelung, Dr. Vakayan Spray Wax und auch Nano Nobe. Dann würde ich auf, oder in die nächste Gruppe einziehen, auf jeden Fall das Fukupika. Ich würde das One Wax, obwohl es hinten raus schon ein bisschen eingebrochen ist, ah, doch, ich würde es schon noch mit reinnehmen, weil es wirklich einfach in Anwendung ist, sehr schnell. Und Menzerna ziehe ich auch noch mit rein. Und das ist so meine dritte Gruppe. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich nehme jetzt alles mit rein. Preis. Man könnte jetzt aufgrund des Preises Menzerna noch hier ein bisschen dazwischen stellen, aber ich stelle es mal hier in die Mitte noch mit hin. Also für mich die beste Gruppe, dann folgen die drei und dann folgen die drei. Ich bin ja mal gespannt, was ihr sagt. Das ist so mein Ranking. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt viel, viel Gerede heute, das Video. War viel erklärt, viel ausgewertet und ja. Damit habt ihr mein Fazit dazu. Das war diese Gruppe und wir schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch die nächste Gruppe an. Viel Spaß mit diesen Produkten. Findet ihr auch unten verlinkt. Wenn dazu Fragen sind, gerne melden. Ansonsten denke ich mal, sind das alles nachvollziehbare und auch die Ergebnisse, die wir auch schon aus den alten Videos auch kennen. Sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht, aber ja, auch aufwendig. Euer Sebastian, haut rein, ciao.